Moin, willkommen zurück zum Stellwerksimulator. Heute zeige ich euch mal die kleine Karte Reusdorf. Kostet 14,99, wie man hier oben sieht, ganz schön. Ja, das Stellwerk Reusdorf ist geeignet sowohl für Anfänger als auch für visierte Anwender. Die Möglichkeit der Streckenverknüpfung mit dem Stellwerk Bonn Hauptbahnhof bereits verfügbar, bietet eine sehr realistische Wiedergabe der Arbeit auf einem Stellwerk. Ja, hier ist ein Link zu nehmen. Es gibt natürlich auch Demos. Signalsoft ist die Anleitung. Supervisor, Multiplayer-Anwendung wird benötigt. Irgendwo war ja noch eine Demo. Ach hier, Stellwerk bedienen im Regelbetrieb, das ist Neuauflage, ist ein Buch hier noch. Aber von dem gibt es anscheinend keine Demo. Das ist ja auch ein bisschen schade eigentlich. Also, Daten zum Stellwerk Reusdorf, 7 Weichen, 26 Signale, 36 Gleisfreimeldeabschnitte, 24 Kilometer gesamte Gleislänge, 38 Fahrstraßen, 240 Tischplatten, 118 Tasten, 2 Bahnübergänge, wovon beide Vollschranken sind, kann verknüpft werden mit Stellwerk Bonn Hauptbahnhof, bereits vorhanden. Das Stellwerk Reusdorf ist ein Teil vom Projekt Rheingold, wobei nach und nach alle größeren und kleineren Stellwerke der berühmten und der stark befahrenen linken Rheinstrecke zwischen Köln Hauptbahnhof und Koblenz Hauptbahnhof nachgebaut werden und an andere geknüpft werden können. Der Fahrplan des Projekt Rheingolds umfasst das Jahr 1996. Ja, hier sind ein paar Daten nochmal. Wie gesagt, hier kann man so ein Buch kaufen, ISBN. Dann wird nochmal erklärt hier, zurzeit in Fach- und Hobbykreisen erhältlich. Was bietet die Simulation zusätzlich? Freie Stufen, also Vergrößerung, das haben wir alle schon gesehen hier. PDF-Datei, wenn man die runterladen möchte, hier eine ausführliche Anleitung und so. Ne? Aber für dieses Stellwerk, das sollte sich selber erklären. 15 Euro ist ja nichts. Ne? Wir gehen mal jetzt ins Stellwerk rein. So, da sind wir jetzt auch schon. Das kennt ihr ja schon alles. Neue Simulation, neuer Bahnhof, neue Simulation, neues Glück. Gehen wir auf 5 Uhr oder gehen wir auf 4 Uhr? 5, 4, 4 gehen wir, ne? Müssen wir wahrscheinlich gleich vorspulen. Ereignisse. Ja, Weichen schmieren kann ein bisschen höher sein. Gleissperrung kann so sein. Länger Bahnübergänge. Bahnsteigaufenthalte. Chance auf Sonderzüge kann ja ein bisschen niedriger sein. Ich war ein bisschen höher gestellt. So viele Sonderzüge haben wir ja nicht. Ich wollte einen anderen Kollegen damit ärgern. Aber das hat sich leider verzogen. 60 Minuten. Chance auf Verspätung, ja, ein bisschen höher. Und Start. Oh, ist niedriger, machen wir so. Starten der Simulationen. So, es geht los. Bin richtig aufgeregt. Ja. So. GAC 65 sowieso plus 58. Heute Mittwoch haben wir gerade gesehen, 3,58 ist Sonnenaufgang, jetzt haben wir 4 Uhr, geht bald hoch. 1000 Meter Sichtweite, 15,8 Grad Temperatur. So, GAC plus 85, ja, das brauche ich nicht wissen. Das ist dieser wunderbare Bahnhof Reusdorf. Wie ihr seht, habt ihr nicht viel zu tun. Gleich kommt schon die 721 rein, erwartet um 4 Uhr. Dann wollen wir mal abwarten, was gleich so passiert. Da ist die 721 jetzt angezeigt. Die geht auf Sechtem-Reusdorf und geht dann über Gleis 1 bestimmt. Geil. So, Gleis 1. Eigentlich wollte ich das im Multiplayer mal spielen, aber leider hat es immer Verzögerung gegeben. Und deswegen zeige ich das euch jetzt so. Aber mal Selbstbetrieb schalte ich mal vorsichtshalber aus. Man weiß ja nie, was da passiert. Und Selbstbetrieb Ausschalttaste machen wir auch mal hier. Da blinkt es schon, da gehen Bahnübergänge runter, gleich kommt der nächste Zug von der Seite an. Eigentlich können wir so lassen. Ganz kleiner Bahnhof. Eigentlich müssen wir nur diesen Bereich hier 2, 3, 4, 5, 6 Weichen stellen. Das sollen wir 7 sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo ist die siebte? Ach ja, hier oben ist die siebte, okay. Diese Weichen müssen wir nur stellen. Das ist unser Fahrbetrieb hier, dieses kleine Kästchen hier. Und hier oben, das ist die Nachbarstellwerke schon, da muss man gar nichts machen. Außer von hier
von hier zum Beispiel nach da oben klicken, das einzige. Genau wie andersrum muss man es nicht machen. Ja, bim, 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 der Zug ist da, der Zug ist da, der Zug ist da, dum, 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 der Zug ist da, Zug ist da. Ja, wie ihr seht, habt ihr nicht viel zu tun hier. Ach ja, ein sehr, sehr kleiner Bahnhof, der Reusdorfer. Wir müssen Maus bewegen, uns geht die Aufnahme immer flöten, das wollen wir nicht. Ja. Hier können wir jetzt stundenlang spielen und das wird sehr, sehr, sehr langatmig sein. Es zwar sehr viele Züge hier. Aber wann haben wir eigentlich hier Bauarbeiten? ZMP, Fax, Tischfeld, Gleisbahnübergänge, Zugnummerndrucker, Gleissperrungen. 8.53 Uhr. Oh, das dauert ja noch ganz schön lange, ne? Gleis 1 weggesperrt, das ist dieses hier. Na toll. Aber das spielt keine Rolle, es ist um 8 Uhr erst. Es sollte kein Problem machen. 721 fährt jetzt auf Gleis 1 rein. Ja, es ist nicht schön. Man kann hier gar nicht hin und her zoomen, man hat alles auf einen Blick, ne? Dann hat man schon mal so ein Glück hier, ne? Da kommt die 407 rein, 407, 4 Uhr 7, kommt die 2036 rein. Aus Bonn Hauptbahnhof, das ist hier hinten. So, der ist durch, die 741, die können wir auch schon mal stellen. Fahrplan 1 geht auf Gleis 2, genau. Können wir hier schon mal schalten und dann geht er gleich raus wieder hier. Und das war's dann schon. Dann kommt die 436, Fahrplan einsehen, der kommt auch auf Gleis 2, also kann ich noch nichts machen. 946, der kommt auf Gleis 3. Oh, Reusdorf, Gleis 3. Da kann ich auch noch nichts machen. Von welcher Seite kommt er denn? Auch von Bonn. Da kommt noch einer von Bonn und von Sechtem kommt einer um 4.53 Uhr auf Gleis 1. Können wir eigentlich auch schon stellen, aber ich lasse es erstmal so. Wie ihr seht, hier hat man nicht viel zu tun. Die Wartezeiten sind beträchtlich. Das werden wir hier mal Plus jetzt machen, dass hier mal ein bisschen Geschwindigkeit aufkommt, dass der Zug um 4.07 Uhr ankommt. Ja, es ist nicht schön, so viel Züge hier zu fahren zu lassen. Ich finde die mittelgroßen finde ich genau richtig für mich, aber diese kleinen sind langweilig irgendwie. Gut für Anfänger zum Trainieren natürlich. Kein Zweifel. Man hat ja auch einigermaßen viel Zugverkehr. Aber naja, für 7 Weichen ist nicht viel, ne? Und dennoch der stolze Preis. Na gut, die wollen natürlich auch ihre Arbeit belohnt bekommen, weil sie auch so viel investieren da drinne. Und irgendeiner muss ja den spielen, wenn man jetzt die ganze Strecke Rheingold machen möchte zum Beispiel. Da ist es schon sinnvoll, so die Züge, diesen Bahnsteig zu machen. Ja, jetzt kommt der 2036 rein. Ich habe schon alles gestellt für dich. Das sollte kein Problem sein. Der nächste geht auf Gleis 3, glaube ich. Auf Gleis 2 nochmal, das ist der hier. Dann geht der nächste auf Gleis 3. Was der macht denn der Gag, das weiß ich nicht. Der Güterzug. So, der ist schon mal durch da. Schranke geht wieder hoch hier, das ist kein Problem. Der nächste kommt 4.15 Uhr erst, in 5 Minuten wieder. Aber wir haben ein bisschen Zeit. Der ist auch schon weg. Dann können wir gleich schon mal die Weiche wieder stellen für den nächsten. Hier sind die beiden Bahnübergänge, die bedient werden. Hier kann man nichts drücken, das macht das andere Stellwerk, darum blinkt ja auch nichts auf. Jetzt kommt der 436, den können wir auch schon mal hier stellen auf Gleis 2. Dass wir den los sind. Hier mal ein bisschen Speed mal. So, den schicken wir dahin gleich. Dass wir den los sind.
Dann kommt der 946, der geht auf Gleis 3 hin. Ah, jetzt kommt die Taktschaltung. Einmal hier auf Takt klicken und dann auf diesen schwarzen Button. Dann geht der Sound aus. Der kann aus hier erstmal, den brauche ich nicht hier bei so einem kleinen Bahnhof. 4036, gibt Gas da. Denn 19 kommt gleich der nächste. Da müsste gleich auf dem Schirm sein. Hier geht schon die Schranke runter. Blink, 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 blink. Die 40036 jetzt in meinem Bereich gleich. Sobald er hier die 50 überschreitet hier, in dem Bereich geht mehr und mehr los. 26, 45, 27, das ist ungefähr 1 Kilometer auseinander, die beiden Bahnübergänge. Gack geht gleich auf Gleis 3. Ja, sehr kleiner Bahnhof hier. Jetzt ist hier noch rot. Ist es schon der nächste oder wer ist das hier? Oder hat er eine Gleisstörung mit 922, dass noch ein Zug drin stehen soll, aber ist nicht. Ja gut, dann gehen wir auch schon mal auf Gleis 3 hier hin. Dass wir den dann schon mal los sind, den Gack. 946. Da ist das schon angekündigt, der 946. Die rote Leiste ist auch weg, sehr gut. Als nächstes kommt dann der Plus 23, der 240er. 036 ist raus, der Plus 2 bekommen irgendwo. Dann kommt hier einer Plus 23 mit Verspätung, das ist die 4.55 Uhr erwartet wurde. Uhrwert. Der wird natürlich noch dauern dann. Dann haben wir noch hier die 4.53, die kommt ja, in 20 Minuten an. 30 Minuten, na toll. Was hat gleich der Güterzug vor hier? So, der Güterzug fährt auf Gleis 3 an jetzt. Ich hoffe, die Fahrstraße wird zurückgenommen, der Durchfahrtsweg, Rutschweg. Ja, beim anderen Programm hatte ich das hier Probleme gehabt, hier im Durchrutschweg. Bei dem aber nicht hier zum Glück. So, fertig zur Abfahrt. Dann schicken wir gleich mal weiter in den Güterzug, dass wir ihn los sind. Sehr langsam und jetzt haben wir 26 bis 53 viel Zeit. Ach ja. Jetzt kann ich hier labern, labern, labern. Gut, dass man hier beschleunigen kann, aber nur auf vierfach leider. Da der 32er jetzt ausfällt, weil er ein bisschen später da ist, der ist 23 Minuten später da. Die 50240. Ja, da kann man nicht angucken, wieso der verspätet ist. BR151 gefahren. Leider kann man hier auch nichts einstellen. Kann man nichts reinschreiben, Wagenziel. Schade. Kommt vielleicht noch irgendwann rein, dass man noch was reinschreiben muss, da was er beladen hat. Hier kann man jeden Zug angucken, zum Beispiel jetzt hier die 3503. Da kommt er demnächst an hier. Was haben wir noch so Schönes hier? Gruppierungen, Zuggattungen kann man einstellen. Dann kann man hier Gruppierung Ziel einstellen, das ist aber nur hier für unten gedacht. Ich stelle hier KKE vor. Fahrplan einsehen. Muss ich oben machen. Kann man auch hier unten machen. Stimmt. Gruppierungen. Ja, machen wir wie aus. Fahrtrichtung, Betriebsstellen und sowas nicht gruppieren. Man müsste aus sein, ne?